Ja, einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Jonas Greiner. Ich bin 24 Jahre jung, aber ich fühle mich trotzdem alt. Ja, das ist schwierig. Ja, weil mir, ja, tatsächlich, mir ist nämlich neulich bewusst geworden, dass es jetzt schon 7 Jahre her ist, dass ich Abitur gemacht habe. Und dabei fühlt sich's an, als wäre es gestern gewesen. Es fühlt sich wirklich an, als wäre es gestern gewesen, dass ich da stand auf diesem Höhepunkt einer jeden Schullaufbahn beim Abschlussball, bei der Veranstaltung, bei der 50% der Mädels so aussehen, als wollten sie sich an dem Abend von Leonardo DiCaprio persönlich flachlegen lassen. Und wo 50% der Jungs so aussehen, als würden sie hauptberuflich in der Fußgängerzone Ballontiere knoten. Also ich muss leider gestehen, zu meiner Schande, meine Familie und ich, wir sahen bei unserem Abiball oder bei meinem Abiball im Gesamtbild leider auch aus wie die Geschäftsleitung eines Dacia-Autohauses in Gelsenkirchen. Nicht unbedingt der Traum von einem kleinen Jungen, aber das gehört dazu. Es gehört dazu, zu so einem Abschlussball ist eine wichtige Zutat, 300 Gäste, von denen sich ganz offensichtlich nicht einer seine Klamotten selbst aussuchen durfte. Ja, das ist wichtig. Das Highlight von unserem Abschlussball, das war dann die Auszeichnung von 3 einzelnen Schülerinnen, Marilena, Anna-Sophia und Theresa. Wie die Namen schon sagen, alle 3 1,0. Die restlichen 33 hatten Hobbys und Freunde. Ja, also, das. Um Gottes Willen, aber bitte nicht falsch verstehen, das soll jetzt nicht heißen, dass ich so eine 1,0 kleinreden will. Ja, das will ich wirklich nicht. Also 1,0 habe ich höchsten Respekt davor, das ist eine Riesenleistung. Das heißt ja, du warst Allrounder, ne? Du hast dir keine Fehler erlaubt, hast überall deine Leistung gebracht. Das ist ja in Deutschland so, ne? Wenn man, sagen wir mal, in Sport und in Kunst versagt, dann wird es nichts mehr mit dem perfekten Abi. Und ohne das perfekte Abi wird es nichts mehr mit dem Medizinstudium. Und da muss ich sagen, das finde ich richtig. Das finde ich persönlich, finde das richtig so. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir persönlich wäre es schon enorm wichtig, dass mein späterer Herzchirurg auch am REC regelmäßig abgeliefert hat. Und sind wir ganz ehrlich, nur wer den Schrei in der 11. Klasse in Kunst perfekt interpretieren konnte, sollte ihn später in der Klinik auch behandeln dürfen. Das ist eins von diesen Beispielen, bei denen man sieht, wie sehr unser Bildungssystem einen an der Waffel hat. Und ich kriege das immer noch so ein bisschen mit durch meinen kleinen Bruder Simon, der geht nämlich noch auf die Realschule. Und da kriege ich immer noch mit, dass die Liste an Problemen noch viel, viel länger ist. Also das geht los beim Gebäude. Ich will jetzt nicht behaupten, dass Simons Schule marode ist, aber da kommen jetzt in den Sommerferien bald wieder Handwerker, um wieder Wand an die Farbe zu bringen. Es ist übel. Ja, und da geht die Liste an Problemen gerade erst los. Dann hätten wir noch den Lehrermangel. Das ist ja in ganz Deutschland fehlen ja Zehntausende Lehrer. Das klingt jetzt im ersten Moment, wenn man das so hört, diese Zahl, Zehntausende Lehrer, klingt erstmal enorm viel. Aber wenn jetzt jeder von euch mal überlegt, wen er im Laufe seiner Schulzeit alles so als Lehrer hatte, würde man sich doch schon wünschen, dass noch mehr fehlen würde. Ja, es ist, ja also. Weil sind wir ehrlich, heutzutage kann ja nur wirklich jeder Lehrer werden und keiner will es mehr so wirklich. So nicht mal die, die es werden. Das ist einfach für die meisten ist das so der letzte Ausweg. Ach, wenn alle Stricke reißen, dann werde ich Lehrer. So Marie, 19, abgelehnt beim Pornodreh. Als Tonfrau, ja. Lehramt Mathematik, so läuft das heutzutage. Ja. Und dann geht es weiter, 16 verschiedene Bildungssysteme in einem Land, ein Abitur, was in Wiesbaden nicht gleich viel wert ist wie in Mainz, ein Berliner Abitur, was hier in Bayern maximal als Grundschulabschluss durchgeht. Ja, das ist wirklich, wenn du als Berliner nach Bayern kommst, nach München und hast hier ein Bewerbungsgespräch, willst dich auf einen Job bewerben, dann hast du, glaube ich, schlechtere Chancen als ein Bayer, der sein Seepferdchen dabei hat. Das ist übel. Ja. Aber man muss auch sagen, unabhängig von diesen Unterschieden zwischen den einzelnen Bundesländern, muss man ja sagen, das Abitur heutzutage ist ja insgesamt nicht mehr viel wert. Ja. Was das Abitur heutzutage noch wert ist, das habe ich gesehen, als mein Schulkollege Johannes, Abiturdurchschnitt 1,1, als der bei der Sprachreise in Rom an der Eisdiele 2 Kugeln Fellatio bestellt hat. Ich will da nicht den Klugscheißer spielen. Ich bin in Rom auch aus dem Restaurant rausgeflogen, weil ich dachte, Mussolini wäre eine Nachspeise. Aber da kam dann der Kellner, hat gesagt, es ist keine Nachspeise, das haben wir nicht. Da habe ich gesagt, okay, dann nehme ich Terrakotta. Und ist egal. Aber da hast du gesehen, was das Abitur heutzutage noch wert ist. Ne? Was das Abitur heutzutage noch wert ist, das habe ich gesehen neulich, als mein Schulkollege Niklas 100 durch 5 im Handytaschenrechner gerechnet hat.
100 durch 5, da brauche ich doch keinen Handytaschenrechner. Ich meine, das weiß doch nun wirklich jedes Kind, dass 100 durch 5 eine bestimmte Summe ergibt. Also, das ist übel. Wirklich, was das Abitur heutzutage noch wert ist, das habe ich begriffen beim Abschlussball, als dann plötzlich Marvin vorne stand und das Abiturzeugnis in den Händen hielt, wo jeder von uns überzeugt war, Marvin kann das nicht schaffen, das ist nicht möglich. Und trotzdem hat das, weil ja, Marvin hat bis zur 12. Klasse, bis zur Geschichtsprüfung in der 12. Klasse gedacht, Hitler hieß mit Vornamen Frank. Es war die Frage, nennen Sie drei berühmte Diktatoren, und Marvin hat geschrieben, Frank Hitler, Steffen Stalin und Ronny Napoleon. Und da gab es einen von drei Punkten für diese Antwort. Ja, weil bei Napoleon wusste es die Lehrerin auch nicht mehr so genau. Ja, das ist den, ja, das ist, muss ich sie in Schutz nehmen, den kannte sie nur vom Sehen. Ja, das war schwierig. Nee, aber Marvin, ernsthaft, Marvin hat das Abitur geschafft. Marvin hat mal im Sportunterricht auf die Frage, welche Technik er beim Hochsprung anwenden möchte, gesagt, er macht den Dreisatz. Da siehst du, was das Abitur noch wert ist. Und das ist wirklich, also so steht's um unser Schulsystem in Deutschland im Jahre 2022, im Land der Dichter und Denker, wo Fuck You Goethe mal als Komödie geplant war, aber mittlerweile wahrscheinlich als Dokumentation durchgeht. Und ich gebe uns effektiv noch 3 Jahre, dann ist es ein Imagefilm. In diesem Sinne, mein Name ist Jonas Greiner, ich sage herzlichen Dank. Dankeschön.